Wunderschönen guten Morgen. Wir gehen jetzt nach Leipzig. Meine Mitfahrgelegenheit ist da. Yay! Kannst du, Junge, ich hab nichts zu stoppen. Ja, ich bin nicht von unterwegs. Ja. Ich komme mir vor wie hier so Auto-Review. Jo, heute im Porsche Carrera GT unterwegs. Zeig mal deine waschechte Rolex. Es ist halt übelst hell draußen. Sieht man also nicht. Ja doch, man sieht schon was durch meinen tollen ND-Filter. Ah, ja. Perfekt. Oh, scheiße. Ich nutze wieder die Achseln ab. Smilo Dogs. Mein Gucci Bag. You the Bag. Hier Dreamhack. Dreamhack. Werbung. Dezent, minimal, langes her. Ach Mensch, war ja auch in der Leipziger Messe. Mensch, wo fahren wir denn heute hin? Wow! Es war nur ein Scam, wir fahren in der Buchmesse, wir fahren halt auf die Dreamhack. Protein und Oats Bar. Ja, von Bodyfit, kann ich nur empfehlen. Gute Marke. Was habe ich mit? Also für MyProtein. MyProtein Protein Cookie, ich meine richtig. So, möchtest du jetzt noch was sagen zum Tagesplan, irgendwas Cooles? Here we go! Okay, Begeisterung ist beendet. Wir gehen jetzt nicht spielen. Alles Gucci. Alles Gucci oder was? Daniel, sag mal wieder was als Tourguide. Keine Ahnung, kam von Leipzig. Hallo, oh, wir sind hier in der Metropole von Sürsten. Hauptbahnhof. Dazu muss man aber sagen, das ist nicht nur ein Bahnhof, das ist eine Shopping Mall zugleich. Und das ist der einzige Bahnhof in ganz Sachsen, der keine Durchfahrt hat, sondern reinfährt und aus derselben Schiene wieder rausfährt. Ja, das ist Zeitwissen. Das erwarte ich von unserem Tourenguide. Gut aus. Erzähl mal was, erzähl ich mal was. Ja, wir fahren jetzt hier bergab in den Tagebau. Helm ist aufgesetzt. Wir gehen jetzt mal bei den Tag. Ist so cool. Halt auch ein bisschen Buch lesen und so. Was bitte? Ich kann nicht lesen. Und nach dem Buch dann würde ich sagen, geht das mal schön zur Currybude. Jungs. Brain the Action. Wir müssen Daniel folgen. Halt, Stopp! S2! Videos, die nicht verfügbar sind, ne? Weil er aber auch. Nee. Es geht einfach nur darum. Warte. Jedes Mal. Schimpfail Nation. Warte. Jedes Mal sind die blockiert, weil da einer verreckt. Das sind ja Bede gewesen. Das Geilste ist ja, wenn ich das Ding so hoch halte, die werden die Leute sehen, dann das. Na komm, Hendrik. Nee, ja, du musst es rumdrehen, da drüben ist es, gibt's Bier. Wir sind zwar viele Aquilianer und gerade an den Strand, aber sonst. Und hier muss ich anstehen. Kannst du es doch andersrum halten?
Oh, du hast gerade einen sehr bösen Blick geerntet von links. Daniel, wenn dir irgendjemand sieht, muss es rumdrehen. Daniel, nochmal Schild hoch. Die Manga-Halle ist gar nicht so verkehrt, ist cool. Zum Glück haben wir die alte noch nicht gesehen. Gibt's nicht? Schade. Kein Bier? Kein Bier? Warte, wollen wir noch ein Bild machen? Ja, warte. Bier Nummer 2. Diesmal gegen die Bibel getauscht. Gott gegen Bier. Bibel gegen Bier. Hier läuft es hier. Also? Ja, da ist auf der Buchmesse. Ja, eine Menge Eindrücke gesehen, hoffentlich. Es sieht ein bisschen verkrüppelt aus hier, aber. Macht nichts, funktioniert. Funktionell ist es. Ja, wir haben eine Menge Eindrücke gefilmt, verschiedene Eindrücke mit Daniel. Urquhart richtet enorme Schäden an. Schlagzeile oder Plastikbuch einfach. Und ja, erzähl mal noch was. Ja, es war mehr halt durch 5 Hallen. 4 von 5 waren halt mit der Buchmesse. Und haben halt ein bisschen Zeugs hier auch mitgenommen. Verständlich auf solche Messen. Ja, sind dann nochmal in die Manga-Messe, die eigentlich ganz lustig war, aber auch ein bisschen erschreckend. Mit den ganzen Leuten. Dann haben wir halt noch so ein kleines Experiment am Laufen gehabt, wo unser guter Kumpane Daniel genau, mit einem Plakat. Ein Plakat halt. Dann haben wir 4000 Abonnenten. Ja, das haben wir alle gesehen. Genau. Das hat ja auch folgende Früchte getragen. Sehr oft, also wurde belächelt. Wurde belächelt. Belächelt. Aber natürlich hat der Austausch nicht stattgefunden. Aber dann bis auf die letzten paar Minuten, als wir von der Messe runter sind, wurde dann eine Gruppe von Leuten aktiv und hat dann halt Bier rübergebracht. Oder wir sind hingegangen und haben das Bier geholt. Weil Bier. Genau. Bier verbindet. Genau. Dann haben wir noch welche getroffen auf dem Weg zur S-Bahn. Er meinte,
Ora hat Bier. Wir haben es natürlich gegen eine Bibel ausgetauscht. Deswegen unser neuer Lautspruch. Bier gegen Bibel. Ja, genau. Bier gegen Bibel. Ja. Also an sich war es ein voller Erfolg. Ja. Jo. Soll ich noch was sagen? Nee. Gut.